Warum ist Feminismus so ein Reizthema? Immer wieder kommt diese Frustration. Was wollen die Frauen? Was wollen die Feministinnen? Das Publikum wartet mit Spannung darauf. Was ist der biologische Unterschied? Das ist die falsche Frage. Immer noch die falsche Frage. Wie soll das gehen, ja? Fangen wir mal ganz am Anfang an. Machen wir das Problem konkret. Es geht um die erwartende Wahrnehmung. Wir müssen immer wieder versuchen, Rassismus, Sexismus und Kapitalismus ernsthaft zu analysieren. Männer nehmen nicht in relevanter Zahl am feministischen Diskurs teil. Da denken Männer, das hat nichts mit ihnen zu tun. Es gibt ein riesengroßes antifeministisches Interesse, natürlich.